Eigenschaften, die uns vertraut scheinen. Sieht man jedoch genauer hin, steckt es voller Geheimnisse. Hat Wasser etwa ein Gedächtnis? Erinnern sich die Moleküle an Geschehnisse, mit denen sie konfrontiert wurden? Sind kosmische Kräfte am Werk? Die Suche nach den wahren Eigenschaften des Wassers führt an die vorderste Front der Wissenschaft. Dorthin, wo sich Mysterien und Tatsachen vermischen, wo zwischen Irrtümern und Entdeckungen, die die Welt verändern, nur wenige Schritte liegen. Alles fließt, alles besteht aus Wasser. Der menschliche Körper, die Pflanzen, die Tiere. Der Großteil der Erde ist von Wasser bedeckt. Kein Wunder, dass sich Metaphysik und Wissenschaft seit jeher damit beschäftigen. Aus der Welt der Mystik hat sich das Wasser irgendwann völlig loslösen können und in die wissenschaftlichen Lehrbücher Eingang gefunden. Damit schien alles geklärt. Bis Leute auftauchten, die dem Wasser neue, spektakuläre Fähigkeiten zusprachen. Vor allem das sogenannte Gedächtnis, um das sich hunderte Geschichten ranken. Die verblüffendste Behauptung stammt von einem Japaner, dem Naturheilkundler Masaru Emoto, dessen Beweisführung zum Gedächtnis des Wassers ebenso seltsam wie packend ist. Masaru behauptet, einwandfrei bewiesen zu haben, dass Wasser in der Lage sei, Informationen zu speichern und dass er imstande sei, dies auch sichtbar zu machen, mit Hilfe von Fotografien. Die Form der Eiskristalle ändere sich nämlich in Abhängigkeit von der Information, mit der man das Wasser konfrontiere. Schlechte Bedingungen und Disharmonien, so Emoto, ließen nur hässliche Kristalle zu, wie diese aus dem Tokioter Leitungswasser und dem verschmutzten Flusswasser des Ganges. Kanadisches Gletscherwasser oder reines Gebirgswasser aus den Alpen hingegen erzeuge erbauliche, harmonische Formen von großer Schönheit. Der Japaner beschallte Wasser auch mit Musik, zunächst klassisch, von Beethoven bis Chopin. Seine Behauptung, Wasser könne sich an die Musik erinnern und die Eiskristalle würden demnach den Charakter der Musik widerspiegeln. Wie zu erwarten, stellte Emoto fest, dass Beethoven, Chopin und Bach das Wasser zur Bildung wunderschöner, gleichmäßig geformter Kristalle veranlasste, während es nach moderner Musik, insbesondere nach Heavy Metal, bloß unförmige, hässliche Gebilde produzierte. その西洋理が分かれてもいないんですよ。Weil man so wenig über das Wasser weiß, existieren viele verschiedene Theorien. Wir stehen gerade erst am Beginn und bieten nun all dies Wissenschaftlern in der ganzen Welt zur Diskussion an. Möglicherweise sind sie bestürzt, weil es sich hier um eine völlig neue Denkweise handelt. Sie könnten also darüber nachdenken, was sie davon halten, und wenn nicht, dann ganz einfach schweigen. Zwölf Jahre Forschung in der Kühlkammer, zehntausende Kristallfotos, die Indizienlast scheint gewaltig. Wasser, sagt Emoto, sei imstande, sich an Ereignisse zu erinnern. Ein Gedanke, der jedem Physiker die Haare zu Berge stehen lässt. Denn Wasser bietet ohnehin, auch im Rahmen der physikalischen Gesetze, eine Fülle von Wundern.
Die meisten Stoffe etwa dehnen sich aus, wenn sie sich erwärmen. Wenn sie kälter werden, schrumpfen sie. Nicht so das Wasser, das ausgerechnet bei 4 Grad plus und nicht bei 0 am dichtesten, das heißt am schwersten ist. Im Winter befindet sich deshalb das kälteste Wasser an der Oberfläche und ein See friert demnach von oben her zu und nicht von unten. Wenn Wasser zu Eis gefriert, wird es überdies, anders als alle anderen Flüssigkeiten, weniger dicht. Es dehnt sich aus, schwimmt oben auf. Wäre das nicht so, würde unsere Welt völlig anders aussehen. Es gäbe keine schwimmenden Eisberge. Eiswürfel würden in den Drinks versinken. Und Schlittschuhlaufen wäre unmöglich, weil sich das Eis statt an der Oberfläche am Grunde des Gewässers befände. Der Ursprung aller magischen Vermutungen liegt bei den Molekülen. Obwohl Wasser aus zwei Gasen besteht, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff, zeigt es sich dennoch als Flüssigkeit und nicht wie ähnliche Verbindungen wiederum als Gas. Die Erklärung? Einzelne Wassermoleküle schließen sich offenbar mit anderen Wassermolekülen zu kurzlebigen, größeren Gebilden zusammen und werden so flüssig. Dieses Phänomen gilt als Lehrbuchweisheit, obwohl niemand die Molekülhäufchen je gesehen hat. Sie scheinen unglaublich schnell zu entstehen und wieder zu zerfallen. Und sie dürften dem Wasser eine Art von zeitweiliger Ordnung verleihen. Ein Gedächtnis also, das Informationen speichern kann. Wasser, das Informationen speichert. Eine Hypothese, mit der man sich besonders in Russland ernsthaft auseinandersetzt. Unter dem stählernen Mantel der Sowjetunion waren hier die Forscher jahrzehntelang von den Moden der Wissenschaft abgeschirmt, was den Vorteil hatte, dass man sich vielen Dingen mit Unbefangenheit nähern konnte. Juri Rachmanin, Mitglied der Russischen Akademie, gilt in Russland als der Papst der Wasserforschung. Er versucht seit jeher, Augen und Ohren offen zu halten. Несомненно, к нам обращаются очень многие. Zu uns kommen viele Leute, die mit Wasser arbeiten und auch nach ungewöhnlichen Eigenschaften des Wassers suchen. Manchmal sind diese Ideen völlig absurd und wir nehmen Abstand davon. Manche dieser Ergebnisse können aber durch chemische und physikalische Untersuchungen bestätigt werden. Das bedeutet für uns Forscher, dass wir dem nachgehen müssen. Es gilt, die Spur zu verfolgen. Und es wird tatsächlich viel getan in Russland. Wie etwa von Witold Bakir, seines Zeichens Erfinder und in der Folge Geschäftsmann. Sein Erfolg beruht auf einer Erfindung, die es nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft gar nicht geben dürfte. Er hat in 30 Jahren Arbeit ein Gerät zur Serienreife gebracht, das Wasser in Sekundenschnelle ohne Zusatz von Chemikalien von Bakterien und Schadstoffen befreit. In der Praxis geht das ganz leicht. Auf der einen Seite wird Wasser eingeleitet, auf der anderen Seite kommt es ohne Verzögerung wieder heraus, allerdings mit bemerkenswerten Eigenschaften. Es ist biologisch rein. Schwermetalle wurden unschädlich gemacht und die ominöse Struktur des Wassers dabei radikal verändert. Das Verfahren beruht grundsätzlich auf der altbekannten elektrochemischen Aufspaltung von Wasser, bei der ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch, Knallgas, entsteht. Wie der Test beweist. Was rätselhaft bleibt, wie es Witold Bakir gelingt, eben diese Reaktion in seinem Gerät zu erzeugen. Das Wasser scheint mit Hilfe keramischer Membranen aufgespalten zu werden. Aber wichtig ist ohnehin nur eines: Es funktioniert. In den vergangenen 5 Jahren haben wir für russische Krankenhäuser rund 25.000 Geräte produziert. Sie können in jedem Spital in Russland unsere Geräte finden, die dort zur Wasserreinigung, zur Desinfektion und Sterilisierung eingesetzt werden. Das spart eine Menge Chemikalien, natürlich auch Geld, Mühen etc.
can save money, can save efforts, etc. Die technischen Details werden nicht verraten. Das Gerät enthält jedenfalls Röhren aus Titan- und Keramikmembranen, durch die das Wasser geleitet und gewissermaßen aktiviert wird. Was hier in Sekundenschnelle aus normalem Moskauer Leitungswasser entstanden ist, zeigt ein Test mit ein paar Tropfen Tinte. Links simples Leitungswasser, rechts Bakias verändertes Aktivwasser. Während die Tinte das Leitungswasser wie erwartet färbt, wird sie vom aktivierten Wasser geradezu verschluckt. Wissenschaftlich ist hier vieles nicht wirklich erklärbar. Nein, es gibt niemanden, der behauptet, es könne nicht funktionieren, bloß weil man nicht weiß, was vor sich geht. Weil die Wirkung ja eindeutig ist. Wir setzen unser aktiviertes Wasser zum Beispiel im Gesundheitsbereich ein. Und da gibt es viele Studien, die besagen, dass es unbedenklich ist und tatsächlich wirkt. Aber warum das so ist, ist eine andere Frage, die von bedeutenden Wissenschaftlern beantwortet werden muss. Leute, die Wasser lediglich als Lösungsmittel ansehen, irren sich gewaltig. Wasser, das als Regen vom Himmel fällt, die Straßen wäscht und nichts weiter, das ist einfach zu wenig. Wasser ist ohne Frage ein Energie- und Informationsträger. Es liefert Wasserstoff und Sauerstoff. Bei uns laufen derzeit einige Forschungsprojekte, bei denen man prüft, wie sich Wasser als Energieträger einsetzen lässt. Und man spekuliert sogar damit, Wassermotoren zu bauen. Ein Moskauer Forschungsinstitut und ein weiterer Versuch, Wasser zu Dingen zu veranlassen, die den Gesetzen der Physik nicht ganz entsprechen. Es geht darum, ölverschmutztes Wasser mit einem kurzwelligen Lichtstrahl zu beschießen und mit Hilfe der so eingebrachten Energie das Öl vom Wasser quasi im Handstreich zu trennen. Die Methode ist, wie man sieht, noch nicht serienreif. Zunächst das Wasser, dann ein paar Tropfen Altöl dazu. Und dann noch eine Plastikflasche, damit das Öl nicht an die Decke spritzt. Es funktioniert, wenn auch eher unkontrolliert. Je länger man sucht, desto abenteuerlichere Konzepte tauchen auf. Wassily Kaschirski vom Institut für strategische Abwehr hat Scheiben entwickelt mit geometrischen Mustern, die, wie er sagt, imstande sind, kosmische Energien zu bündeln und die Struktur des Wassers zu beeinflussen, was zu einer elektrischen Erscheinung führt. Der Beweis? Nachdem die beiden garantiert entladenen Plättchen in zwei Wasserbehälter getaucht wurden, entsteht eine geringe elektrische Ladung, unbekannten Ursprungs, aus dem Kosmos, sagt Kaschirski. Ist das nun Physik oder Magie oder Alchemie? Wissen Sie, die Begriffe Magie oder Alchemie sind sehr relativ. Genau betrachtet ist ja Alchemie auch Chemie. Ich denke, je mehr wir uns dem Wasser annähern können, umso mehr werden wir auch über uns selbst erfahren. Magie und Wissenschaft. Eine der großen Errungenschaften der modernen Welt war es, genau diese Begriffe sauber voneinander zu trennen. Das Schiedsgericht für Streitfälle sitzt heute in London, in den Redaktionsräumen der Zeitschrift Nature, dem obersten Gerichtshof der Naturwissenschaften. Was Nature veröffentlicht, gilt als anerkannt. Wer in Nature zitiert wird, hat gute Aussichten auf eine große Karriere. Wen Chefredakteur Philip Campbell und seine Schiedsrichter jedoch ablehnen oder gar bloßstellen, sollte sich eigentlich fortan nicht mehr Wissenschaftler nennen dürfen.
Das Wassergedächtnis und kosmische Energie sind hier tabu, weil es keine Beweise dafür gäbe. Urteile werden sachlich gefällt und emotionslos. Whether scientists are known or unknown is irrelevant. Ob ein Wissenschaftler bekannt ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn er jedoch etwas behauptet, das mehr als außergewöhnlich ist, prüfen unsere Sachverständigen besonders genau. Und manchmal sagen sie, die einzige Möglichkeit, die Ergebnisse zu beurteilen, sei, die angeführten Experimente selbst oder von jemandem anderen wiederholen zu lassen und erst dann über eine Veröffentlichung zu entscheiden. Das ist erst kürzlich wieder passiert. Die Sachverständigen schlugen vor, Experimente von uns wiederholen zu lassen. Doch die Autoren verweigerten dies. Wir haben die Arbeit deshalb nicht veröffentlicht. Aber auch Nature kann sich täuschen. In den 60er Jahren hielt die Entdeckung des Polywassers die Welt in Atem. Ein sowjetischer Physiker fand heraus, dass sich in Glasröhrchen, die zum Teil mit Wasser gefüllt waren, im Lauf von Tagen eine neue Flüssigkeit ansammelte. Nature berichtete. Dieses Wasser war dichter und zäher als normales Wasser und es gefror erst bei minus 30 Grad. Überdies schien es über eine Art Gedächtnis zu verfügen. Nun brach eine weltweite Polywasserhysterie aus. Ein Jahr später war der Traum zu Ende. Das Wasserwunder beruhte lediglich auf Verunreinigungen, die bis dahin niemand bemerkt hatte. Insgesamt ließen sich 400 Forscher in 500 Fachartikeln vom Phänomen des Polywassers in die Irre leiten. Könnte so etwas wieder passieren? Very hard to say, because people have learnt from that and from other experiences. Schwer zu sagen, weil die Leute mittlerweile dazugelernt haben. Was beim Polywasser passiert ist, dürfte jedoch nicht böswillig geschehen sein. Soviel ich weiß, hat ein Wissenschaftler einfach in gutem Glauben etwas behauptet, das andere Forscher äußerst interessant fanden, die nun selbst neue, interessante Behauptungen aufstellten. Das Problem dabei war, dass die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft die Sache nicht genügend kritisch betrachtete und die Behauptungen immer weitergingen. Man hätte sorgfältiger schauen müssen und vergleichende Experimente früher anstellen sollen, als dies tatsächlich geschehen ist. Dann wäre die Geschichte rascher wissenschaftlich widerlegt worden. So fest das Gebäude der Naturwissenschaften auch sein mag und von strengen Regeln umgeben, oft sind es einzelne Menschen, die alles durcheinander bringen, wie dieser 72-jährige Tiroler, dessen wissenschaftliche Ausbildung sich auf die Grundschule beschränkt und dennoch für eine Erfindung verantwortlich ist, die den Gesetzen der Physik und allen Zweiflern beharrlich trotzt. Der Name des Mannes? Johann Grander. Seine Erfindung? Das sogenannte belebte Wasser. Hier wird er von der Republik Österreich für seine Verdienste um die Wissenschaft geehrt. Eine ähnliche Anerkennung wurde ihm zuvor schon von der Russischen Akademie zuteil. Ich wünsche Ihnen weiterhin, dass Sie dieses Lebens. Der Grund für all die Ehren ist Granders umstrittene Erfindung, ein Gerät zur Herstellung von belebtem Wasser, das er erfolgreich in alle Welt exportiert. Nach langen, kargen Jahren erntet er nun auch Anerkennung. Und falls es sich hier nicht um eine gigantische Massensuggestion handelt, kann das nur eines bedeuten. Die Sache ist kein Schwindel und der Jubel besteht zu Recht. Was können Johann Granders Wasserbeleber? Sie können zum Beispiel dafür sorgen, dass das Wasser in einem Schwimmbad den Hygienebestimmungen auch dann entspricht, wenn man lediglich einen Teil der vorgeschriebenen Chlormenge darin auflöst. Also weniger Chlor und trotzdem ausreichend antibakteriell. Wir haben hier die Hauptwasserleitung. Die alte Leitung führte gerade runter zu den einzelnen Verbrauchern. Die haben wir hier abgeriegelt und über einen Bypass das Belebungsgerät montiert. Das Wasser fließt hier rein, durchströmt das Gerät und fließt hier wieder raus, ganz normal, weiter in die alte Leitung, wie vorher auch. Es wird nichts zugesetzt, es wird nichts weggenommen. Was da drinnen vor sich geht, ist wissenschaftlich gesehen Hokuspokus.
und obendrein Johann Granders Geheimnis. Der Magnet holt die Energie und gibt es weiter ans Wasser. So, nach meinem, weißt, ich bin ja nicht kein Studierter, aber ich kenne mich so ein bisschen, darf ich mich bei der Natur auskennen. Das, und da habe ich halt immer wieder beobachtet und so habe ich draufkommen dürfen. Granderwasser zeigt vielfältige Wirkungen. Etwa in der Bäckerei Knoll in Bremen, die 150 Bioläden mit Vollkorngebäck beliefert. Ihre mit Granderwasser hergestellten Brötchen bleiben nach Angaben der Kunden nun länger frisch und angeblich sind sie auch würziger im Geschmack. Hier fühlt sich niemand durch eine dubiose Erfindung hinters Licht geführt. Wie viele Stücke werden das? Vier. Am Anfang war ich skeptisch, weil man sieht nichts, man hört nichts, man riecht nichts. Und gut, dann haben wir das ausprobiert. Und bei den ersten Proben ist uns eigentlich schon aufgefallen, dass es eine Veränderung ist im Wasser. Und für uns auch in einigen Bereichen qualitative Verbesserungen darstellt. Was sich bei der Herstellung messbar verändert, ist das Verhältnis zwischen Wasser und Mehl. Seitdem hier belebtes Wasser fließt, kann mehr davon im Gebäck gebunden werden. Das heißt, so viel Mehl wie zuvor, aber mehr Teig. Und deshalb trocknet das Gebäck auch weniger rasch aus. Das Grandergerät in der Wasserzuleitung beschert der Großbäckerei außerdem eine Einsparung bei Wasch- und Reinigungsmitteln von etwa einem Drittel. Ganz abgesehen von kleinen, aber feinen Nebeneffekten. Mir schmeckt der Kaffee besser. Was ein ganz entscheidender Punkt für uns Bäcker ist, weil wir überwiegend nachts arbeiten. Er hat nicht mehr so viel Bitterstoffe, er schmeckt einfach runder. Belebtes Wasser kommt auch bei der Herstellung von Kunststoff zum Einsatz, in den Kühlsystemen der Fertigungshallen. Die Kühlung muss gleichmäßig erfolgen, sonst leidet die Qualität. Um Schleimbakterien, Algen und Kalk zu bekämpfen, waren bisher Chemikalien notwendig. Seit in den Kreislauf jedoch ein Wasserbeleber zwischengeschaltet wurde, ist das Kühlwasser algen- und bakterienfrei. Und auf den Kauf von Chemikalien kann man verzichten. Ich war zugegebenermaßen sehr skeptisch seinerzeit. Ich habe es eher im Bereich der Esoterik angesiedelt gesehen. Musste dann aber feststellen, seit wir dieses Verfahren einsetzen, dass die Qualität des Kühlwassers zunehmend besser geworden ist. Ich kann es als Techniker nicht erklären, denn unsere Messungen, wie gesagt, haben zwar eine gute Wasserqualität gezeigt, aber wir können uns derzeit nicht erklären, warum die Wasserqualität wirklich so konstant geworden ist. Was Geld betrifft, verstehen Unternehmen meistens keinen Spaß. Die Casinos Austria dürften da besonders unverdächtig sein. Und doch setzt das Unternehmen in Felden am Wörthersee einen Wasserbeleber ein, in der Klimaanlage. Der Grund? Die Mitarbeiter klagten über trockene, gerötete Augen und Halsentzündungen. Seit der Kühlkreislauf im Keller durch einen Wasserbeleber gespeist wird, kann auf den Einsatz von Chemikalien verzichtet werden. Und niemand klagt mehr über schlechte Luft. Wie zu erwarten, rechnet sich die Sache. Wir haben Geld eingespart. Unsere Berechnungen sagen uns, dass wir die Kosten der Grandertechnik in etwa 3 Jahren wieder eingespielt haben. Nachdem Gottvertrauen gegen Profit im Normalfall keine Chance hat, steht eines fest. Herr Granders Wasserbelebungsgeräte funktionieren, auch wenn die Wissenschaft nicht erklären kann, warum. Eine Tatsache, die nicht als verwerflich gelten sollte. Denn de facto sind alle physikalischen Gesetze letztlich nur Modelle. Es ist, ja, und das Wasser hat auch so intelligent sein. Das ist ja riesig, viel mehr wie die Luft. Nicht? Und das lässt man, das hat man noch nie erforscht. Weil ich sage, weil die, was kein Geld oder wenig Geld haben, die dann probieren. Die, was viel Geld haben, die Wissenschaftler, wir dann forschen. Das ist aber ziemlich dasselbe.
Wissenschaftler ist man nur dann, wenn man wissenschaftlich handelt. Es gibt gesicherte Regeln, wie Wissenschaft betrieben werden sollte. Auch wenn man althergebrachte Ideen in Frage stellt, hat man diese Regeln zu beachten und bei Messungen die Standards einzuhalten. Wenn man eine Messung vornimmt, dann hat man auch ihre Exaktheit zu beweisen. Viele ungewöhnliche Thesen, die in Verruf geraten sind, haben diese Richtlinien nicht befolgt. Sieht man bei den Messungen genauer hin, fällt auf, dass ihre vorgebliche Exaktheit eine reine Behauptung ist. Ein guter Hinweis darauf, dass etwas daneben gegangen ist. Dieser Mann ließe sich niemals vorwerfen, unwissenschaftlich zu arbeiten. Und doch lieferte Wladimir Konstantinowitsch Kondratow, ein Doyen der russischen Physikergarde, als bisher einziger ein mutiges Erklärungsmodell für die merkwürdigen Effekte des Grandawassers. Er geht davon aus, dass Wasser Strukturen besitzt, die sich verändern lassen. Diese Strukturen sind in der Lage, Energie von der Sonne zu absorbieren. Und auch kosmische Strahlung. Bei der Behandlung von Wasser mit Granda-Technologie werden diese Strukturen größer. Sie wachsen. Und auch diese sesselförmigen Strukturen vergrößern sich vertikal. Und weil sie größer werden, sind sie auch in der Lage, mehr Energie von der Sonne und vom Kosmos aufzunehmen. Verstehen Sie, wenn die Pakete größer sind, kann mehr Energie von der Sonne und vom Kosmos aufgenommen und an die Umgebung abgegeben werden. Und wieder kommt der Begriff Kosmos ins Spiel, offenbar als Synonym für das Unerklärliche. Hat der ehrenwerte Johann Granda tatsächlich durch eine unglaubliche Fügung ins Schwarze getroffen und die Physik erschüttert? Immerhin weist er trotz mangelnder Ausbildung einige wichtige Charakterzüge eines guten Physikers auf. Er war Zeit seines Lebens neugierig und verspielt. Der alte Mann und seine Ideen repräsentieren die Grauzone zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft, in der sich so viele fruchtbare Gedanken verbergen, aber mindestens ebenso viele Illusionen und Irrwege. Was Johann Granda betrifft, häufen sich in letzter Zeit die Indizien, dass belebtes Wasser mehr ist als ein Glaubensbekenntnis. Und es gibt dafür sogar Beweise. Sie stammen von einem höchst seriösen Institut, der Technischen Universität Graz. Man hat hier Wasser aus verschiedenen Quellen nach wissenschaftlichen Standards analysiert und mit Granda-Wasser verglichen. Die Befunde zeigten keinerlei Unterschiede, mit einer einzigen Ausnahme. Und die ist geradezu sensationell. Belebtes Wasser wurde durch die Belebung offenbar darauf programmiert, unabhängig von der Temperatur, eine bis zu 17% geringere Oberflächenspannung aufzuweisen als alle anderen Wasserproben. Das macht endlich klar, warum nach dem Einbau von Wasserbelebern der Waschmittel- und Chemikalienverbrauch ebenso sinkt wie die Energiekosten. Die physikalisch-chemische Erklärung dieses Phänomens steht für den Chef des Instituts nicht zur Debatte. Seit der Veröffentlichung der Studie wird er von allen Seiten bestürmt und von manchen Kollegen obendrein attackiert. Ich möchte mich nur auf dieser Ebene bewegen, dass ich sagen kann, das, was für mich messbar ist, ist für mich glaubhaft. Und alles andere würde ich mal momentan weit von mir wegschieben wollen. Da bin ich zu sehr Naturwissenschaftler und vielleicht noch viel mehr Technologe, als dass ich mich da auf ein Glatteis begeben würde, weil ich von der Wasserchemie einfach zu wenig verstehe. Viele Wirkungen des belebten Wassers, wie etwa der keimtötende Effekt, bleiben im Dunkeln. Man wird dennoch umdenken müssen. Ich muss das Kind anders nennen, weil ich plötzlich ein Wasser habe, was Wasser heißt, und ein zweites Wasser, was auch Wasser heißt, nur in Klammer belebt, das ist zu wenig. Man wird eine Formulierung finden müssen, dass eben vom Molekülaufbau oder von der Struktur einfach dann das Wasser eben eine Definition, eine weitere haben muss. Wir kennen Wasser alle so, H2O und fertig aus. Das heißt, man muss da einen anderen Begriff wahrscheinlich sogar einführen. Im Grunde hält die Idee vom Erinnerungsvermögen des Wassers die Wissenschaft schon seit Jahrhunderten auf Trab, vor allem mit der Lehre von der Homöopathie. Sie beruht auf der Annahme, dass sich Wasser an bestimmte Wirkstoffe zu erinnern vermag.
Homöopathische Arzneien sind so stark verdünnt, dass in einer Einzeldosis statistisch gesehen kein einziges Wirkstoffmolekül vorhanden sein kann. Der heilende Effekt des Wirkstoffes scheint dennoch erhalten zu bleiben, weil sich das Wasser offenbar daran erinnert. In Deutschland therapieren und heilen rund 4000 Ärzte mit Medikamenten, die auf Basis dieses Erinnerungseffekts hergestellt wurden, den es laut Physik nicht geben dürfte. Alle Versuche einer Beweisführung endeten bislang im Desaster. Wissenschaftlich gesehen ist es derzeit sehr schwer zu verstehen, wenn nicht geradezu unmöglich, wie etwas, das so verdünnt ist, noch eine Wirkung haben kann. Es ist mir noch kein glaubhafter Vorschlag untergekommen oder ein Test, der beweist, dass es funktioniert. Ich bin deshalb sehr, sehr skeptisch. Als besonders unverdächtige Zeugen für grenzwissenschaftliche Effekte gelten Haustiere. Homöopathische Arzneien entfalten ihre Wirksamkeit auch bei Tieren, denen wissenschaftliche Dispute klarerweise völlig fremd sind. Auch die Besitzer der Tiere, die für die tierärztliche Behandlung ja zahlen müssen, sind relativ unbeeinflusst. Würden die Behandlungen bei ihren Lieblingen nicht wirken, wäre die veterinärmedizinische Homöopathie schon lange kein Geschäft mehr. Geimpft ist er? Geimpft ist er, ja. Die Impfungen machen wir regelmäßig. Der österreichische Tierarzt Peter Knafel hat sich vor mehr als 10 Jahren auf Homöopathie spezialisiert, mit beständigem Erfolg. So manches Tier, das von seinen Besitzern schon abgeschrieben wurde, konnte mit seinen Arzneien geheilt werden. Das bestätigen auch unzählige Studien, was für die Praxis aber egal ist. Ob es wissenschaftlich ist oder nicht, spielt für mich persönlich eigentlich keine so große Rolle. Für mich zählt der Erfolg in der Praxis und ich sehe tagtäglich in der Praxis, dass der Erfolg da ist und dass die Homöopathie wirkt. Also ist für mich die Beweisbarkeit der Homöopathie nicht von so großer Bedeutung. Mein Ratschlag lautet, glauben Sie nicht daran. Wenn man sich das Verhalten von Wasser ansieht und auch betrachtet, wie sich die Moleküle verhalten, ist nur sehr schwer vorstellbar, wie sich Wasser ohne Einfluss gelöster Substanzen an etwas erinnern sollte. Mein Ratschlag lautet also, glauben Sie nicht daran. Wie sollen sich Laien in diesem Niemandsland zwischen Glaube und Wissenschaft verhalten? All jenes ignorieren, das die Wissenschaft für Nonsens hält? Eine Aufgabe, die manchmal sehr schwer fällt. Hier zum Beispiel in St. Marein, wo die Glocken ein physikalisches Mysterium begleiten. Die 900 Jahre alte Kirche von St. Marein litt vor ihrer Restaurierung unter feuchtem Mauerwerk. So feucht, dass die Sandsteinwände allmählich verschimmelten. Die Mauern hatten das Wasser geradezu angesaugt. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Vor wenigen Jahren noch fand die heilige Messe bei 90% Luftfeuchtigkeit statt. Nun ist es hier so trocken wie in einem Pappkartonlager. Für das Wunder verantwortlich ist ein unscheinbares Gerät, das ohne Stromanschluss arbeitet und nach den Angaben seines Erbauers auf kosmische Energien aus dem Himmel zurückgreift. Energien, die in keinem Physiklehrbuch zu finden sind. Ein offenbar völlig absurdes Konstrukt, das jedoch die Luftfeuchtigkeit in der Kirche bewiesenermaßen nach wenigen Monaten um 1/3 verringert hat. Naja, ich bin kein Anhänger der Esoterik und bin auch kein Fachmann, also auf physikalischem Gebiet. Ich muss mich sozusagen als Laie auf beiden Gebieten da bewegen. Aber jedenfalls, es ist ja schon auch erwiesen, dass die Schulphysik oder Schulmedizin viele Bereiche einfach nicht erforschen kann. Und dass es also zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als man wägen und messen und so feststellen kann. Also ich bin überzeugt, dass niemand ein Monopol hat in dieser Hinsicht, dass es verschiedene Zugänge und Wege geben kann.
Auf der Fährte dieser abenteuerlichen Erfindung trifft man auch auf das altehrwürdige Stift Klosterneuburg bei Wien. Auch hier hatte man mit wassertriefenden Mauern zu kämpfen, speziell in einem alten Keller, der zu einer Vinothek ausgebaut werden sollte. Das einzig Feuchte in der Klosterneuburger Vinothek ist heute der Wein. Die Mauern sind trocken und wieder hängt an der Decke, gut getarnt, ein mysteriöses Gerät. Es hatte zwar den Vorteil, billiger zu sein als alle anderen Methoden der Mauertrockenlegung. Dennoch, es wurde lange Zeit mit großer Skepsis betrachtet. Wir haben Bohrungen gemacht, wir haben geprüft und so weiter, die Trockenheit geprüft im Mauerwerk. Und es funktioniert. Also ich bin voll und ganz der Meinung, dass es funktioniert. Wir haben es also jetzt aufgrund des Erfolges, den wir hier gehabt haben, der also auch messbar war, jetzt in puncto Durchfeuchtungsmessung, habe ich mich entschlossen, also bis jetzt bei 3 anderen Projekten auch zu verwenden. Und es funktioniert auch dort. Das Gerät ist offenbar dazu imstande, das Wasser so zu manipulieren, dass sich die Feuchtigkeit in den Untergrund zurückzieht. Wie erklärt sich der Erfinder das Phänomen? So, das ist dieser neuartige Generatortyp, der in diesem Weinfass geschützt wird und eingebaut ist. Dieser Generatortyp besteht im Prinzip aus einer Empfangsantenne, der die Bodenenergie aufnimmt. Diese empfangene Energie wird hier polarisiert, das heißt rechtsdrehend gemacht in diesem Fall, und über die Sendeeinheit hier abgegeben. Und zusätzlich fließt von oben die sogenannte Raumenergie ein, die das ganze System in seiner Wirkung verstärkt. Ob Wissenschaft oder nicht, Wilhelm Moran hat bereits 26.000 seiner Geräte verkauft und verweist auf ausnahmslos zufriedene Kunden. Existiert da draußen noch mehr, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt? Auf der Suche nach der inneren Ordnung des Wassers, seinem Gedächtnis und dem Einfluss des Himmels trifft man auch auf den Mythos schlechthin, die Schneeflocken. Speichern diese Kunstwerke der Natur in ihren bizarren Strukturen Informationen? Tragen sie Botschaften vom Himmel zur Erde? Jedes Jahr fallen Trilliarden von Schneeflocken aus den Wolken und jeder Kristall ist einzigartig. Forscher und Philosophen stehen seit Jahrhunderten in ihrem Bann. Der erste, der sie fotografierte, war Wilson Bentley, ein Farmer aus dem US-Bundesstaat Vermont. Bentley wurde Ende des 19. Jahrhunderts zum besessenen Fotografen, weil er in seiner Kindheit einen Satz gehört hatte, den er nicht vergessen konnte. Keine Schneeflocke gleicht der anderen. Das Zentrum der Schneeflockenforschung liegt heute ausgerechnet in Kalifornien, an der Technischen Universität von Pasadena, wo ein Physiker nach jener Ordnung sucht, die den wundersamen Gestalten der Schneeflocken zugrunde liegt. Ken Liebrecht ist derzeit der einzige Forscher, der dazu in der Lage ist, Schneekristalle im Labor herzustellen. Der Gedanke an kosmische Kräfte ist in diesen Räumen verpönt. Ken forscht eher zufällig und immer ein wenig salopp. Ach Gott, das hat alles eher zufällig begonnen. Wir haben uns bei einem Bier über Wissenschaft unterhalten und da waren ein paar Studenten und wir sprachen darüber. Und ich wurde so neugierig, dass ich zu forschen begann. Da waren so viele unbekannte Dinge und es sah so aus, als könnte man mit ein paar Experimenten ein wenig dazulernen. Die Schneekristalle werden in einer Kühlbox gezüchtet. Bald war klar, dass sie unter anderem auf feinste Temperaturunterschiede reagieren, auch auf Schmutzpartikel in der Luft. Und aufgrund dessen ihre Gestalt ändern. Von Gedächtnis und kosmischen Einflüssen will Ken Liebrecht nichts bemerkt haben. Die alte Frage, ob es einen Schneekristall gibt, der dem anderen gleicht, löst sich so auf profane Art.
Es ist wahr, dass es keine zwei Schneekristalle gibt, die einander gleichen. Zumindest nicht bei jenen komplexen Gebilden, die vom Himmel fallen. Man könnte sie mit Menschen vergleichen, weil sie eben so viele einzigartige Merkmale besitzen. Ihre Gestalt hängt von ihrem Weg ab, den sie nehmen. Es gibt keine zwei Kristalle, die denselben Weg nehmen. Und deshalb gleichen sie einander niemals, wie die Menschen. So einfach können die Dinge sein. Wo aber liegt die Lösung des großen Rätsels? Wird sich die Aufregung um das Erinnerungsvermögen des Wassers über kurz oder lang als Täuschung erweisen? Oder müssen die Gesetze der Physik neu geschrieben werden? Gegner und Befürworter der gewagten Thesen behaupten jedenfalls gleichermaßen, über eindeutige Erkenntnisse zu verfügen und die wahre Wissenschaft auf ihrer Seite zu haben. Man könnte den couragierten Entdeckern und Erfindern in aller Welt, die nicht davor zurückschrecken, die Naturgesetze in Frage zu stellen, grenzenlose Naivität vorwerfen. Würde nicht das Wasser selbst durch seine schillernde Vielfalt Physikern wie Ketzern einen gemeinsamen Weg vorgeben. Das Ziel: niemals aufgeben. Ich bin ganz sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Als ich mit Juri Anatoljewitsch zusammenzuarbeiten begann, spürte ich, dass es richtig ist. Ich möchte anfügen, dass zu uns viele Leute kommen, die neue Technologien ausgearbeitet haben, die sich mit physikalischen Wirkungen des Wassers beschäftigen. Sie kommen zu uns, weil sie von der traditionellen Wissenschaft oft aus Angst abgewiesen wurden. Angst ist jedoch etwas, das die Entwicklung der Wissenschaft hemmt. Wir untersuchen diese Behauptungen und Phänomene auf Basis strenger wissenschaftlicher Regeln. Finden wir gesetzmäßig, die sich eindeutig nachweisen lassen, dann scheuen wir uns nicht davor, darüber zu sprechen und die Öffentlichkeit zu informieren. Manchmal macht sich Ausdauer bezahlt. Wenn einem der wissenschaftliche Instinkt sagt, dass etwas Wichtiges übersehen wurde, wäre es falsch, dem nicht nachzugehen. Gegen die allgemeine Überzeugung anzukämpfen, ist eine aufregende Sache, die zu dramatischen Entdeckungen führen kann. Bei der Wissenschaft heißt es H2O und Schluss aus, nicht? Ja, das ist einfach, nicht? Aber da ist das alles viel schwieriger. Und ja, ich bin schon der Meinung, dass sie sich da mehr ums Wasser kümmern sollten.